Ich soll es Granaten regnen. Wo bist du denn? Wo bist denn du? In irgendeiner Stadt. Okay. Da hatte ich einen kleinen Unfall. Wow. Ich habe das Ding gerade platziert und es fliegt in die Luft. Tut mir leid. Das ist gerade. Ja, mach mal einen Respawn. Keine Ahnung, was das jetzt war. Das ist gerade nicht wirklich auf der Oberfläche gespawnt. Ich habe einfach den Hammond platziert. Respawn einmal disabled. Einmal Respawn machen, ja. 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 Ah. Ja, ich... Oh, meine Güte. Felix? Hallo? Hörst du mich jetzt? Hallo. Lemmy? Wir haben keinen Respawn-Punkt. Hallo? Wir haben keinen Respawn-Punkt. Hallo? Setz mal einen Respawn, bitte. Felix, hörst du uns überhaupt? Felix, hörst du uns? Jetzt ist er raus, dann hört er uns gar nicht. Hört mich jemand? Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich schon. Hallo? Jetzt haben wir einen Respawn. Ja, hört hallo. Hört mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Wir hören dich die ganze Zeit schon. Okay, gut. So, du hast uns nicht gehört. Dir, du hattest keinen Respawn gesetzt. Weil ich habe keine Rückmeldung bekommen, mich deswegen zuerst um meinen Sound gekümmert. Tut mir leid. Ja, weil wir tot waren. Wir sind tot und können nicht antworten. Ich hab noch Nemesis zum Beispiel, hat die ganze Zeit Hallo, Hallo, Hallo Felix, Hallo geschrien. Hast du mich nicht gehört? Nö, aber du mich auch nicht, weil ich hab dir gesagt, setz einen Respawn und du hast keinen gesetzt. Ich hab mich zuerst um einen Sound gekümmert, da war ich dann schon aus dem Game draußen. Verstehe. Ja, okay. Tut mir leid für den explodierenden Hemd, keine Ahnung warum der jetzt explodiert ist. Arsenal, der ist nicht sauber. Kannst du noch den Teleport auf den, wie heißt er? Ach nee, wo ist er denn? Einfach die gesamte Gruppe hierher teleportieren. Ja, genau. So, mach ich gleich. Und der Hammett ist explodiert, weil, keine Ahnung. Ich sag's dir gerade, er ist nicht auf der Oberfläche gespawnt, er ist in die Erde reingespawnt. Bei mir ist er auf der Oberfläche. Bei mir waren die hinteren Räder bis zur Achse in der Erde drin. Achso, der Hemd. Achso, nee, aber der jetzt, der da steht. Der ist sauber, der explodierte ist nicht sauber auf Oberfläche gespawnt, das war das Problem. Der hat hier mit diesem Graben wohl Probleme gehabt. Okay, pass auf. Gut. Arsenal ist wie gesagt in dem Truck. Ihr pinkt mich an. In die Gruppe joinen, dann sehen wir ihn nicht. Zu wem? Zu Duke, zu Weiß. Ich glaube, wir sollten die Gruppe neu aufmachen. Weiß ist zweiter bei mir. Ja, beim. Die Reihenfolge ist nicht auf Basis von Führung. Ich habe 5 Leute hier, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, passt. Ja. Pass auf, wir brauchen, also ich brauche kein Arsenal. Marco. Habt ihr Funkkontakt zu mir? Ja, positiv. Wir. Okay, keine Ahnung, warum es jetzt funktioniert. Bei mir funktioniert es, alles gut. Strange. Marco, pass mal auf, geh mal mit zu dem LKW hier. Alles klar. Dann nimm dir mal eine Waffe mit Grenade Launcher und pack dir ein paar Unterlaufgranaten ein. Okay.
Könnt ihr mir was empfehlen? Okay, ich sehe schon was. Völlig egal. Die nutze ich wie? Die Munition? Die Waffe? Keine Ahnung, ich kenne die nicht, wenn ich sie mir so anschaue. Nee, ich habe jetzt die Liste der Waffe, da habe ich reingeklickt und dann? Also pass auf, ich zeige dir das, ich gehe auch ins Arsenal. Es lädt gerade noch. Laden, importieren? Nee. Also, nee, gehst du ganz oben auf Gewehr. Habe ich. Und hier hast du es auf Deutsch? Da habe ich eine Waffe. Und dann gehst du, was weiß ich, auf die MX3GL. Ja. So, dann hast du rechts das RCO ausgewählt. Visier. Das Visier, okay. Irgendeins. RCO, nimm ein RCO. Achso, das ist der Name. Meiner Meinung nach das Beste. Hab ich ja. So, und jetzt gehst du auf deine Uniform, das ist das vierte von oben. Hast du 40 mm Explosivgranatengeschoss. Da drückst du rechts einfach auf Plus, bis dein Balken voll ist, dann hast du, glaube ich, 4 Stück dabei. Ich denke, ich soll auf meine Uniform gehen. No. Also links in der Liste Uniform. Links gehst du auf die Uniform, auf diese Auswahl, dann gehst du ganz rechts, hast du okay. Munition. Und da hast du 40 mm Explosivgranatengeschoss. Ja. Klickst einfach auf Plus, da müssten 4 reinpassen jetzt. Zwei. Dann gehst du auf Gepäck und wählst dir was weiß ich, irgendeinen Angriffspack aus. Sage mal, warum zur Hölle geht mein dann Loadout dann nicht? Auf rechts auf diese 40 mm Explosivgranaten und knallst dir mal was weiß ich. In 13 sind rein. 13 sind drin, ja. Kannst du dir noch ein bisschen 6,5 mm 30 Round Max mitnehmen und gut ist. Passt nicht mehr rein. Dann schließen, weil der Rest passt ja von der Ausrüstung. Okay. Probieren wir das mal, eine Granate da oben auf den Tower zu jagen, wo der Offizier steht. Und zwar ist wichtig dabei einfach zu bemerken, dass dein Grenade Launcher, bevor du schießt, dein Grenade Launcher ist standardmäßig auf, glaube ich, 100 Meter eingestellt. Also du wählst jetzt ihn aus, also indem du zweimal STRG drückst, hast deine Waffe in die Hand genommen und drückst zu F, bis da dieses 3GL ausgewählt ist, Explosivgranate. Drückst du Reload, dann wird sie geladen. Dann siehst du, also bei mir ist er jetzt standardmäßig auf 75 Meter eingestellt. Ja, bei mir auch. So. Wenn du jetzt rechts aufs Visier gehst, dann siehst du, wenn du Bild auf, Bild ab drückst, ist verändert. Das ist das Nullen, ne? Genau, und da hast du dann oben die Zahl, die sich verändert. 75 ja. Meter, 50 Meter, 100 Meter etc. Ich habe in den Marksman Workshop schon mal reingekickt. Da okay, wenn jetzt auf 100 Meter stellst, deinen roten Punkt auf den, also du kannst rechte Maustaste gedrückt halten, dann kannst du ein bisschen näher ranzoomen. Und den roten Punkt jetzt auf diesen Soldaten da oben setzt und abdrückst, dann müsstest du ihn eigentlich treffen. Okay, das war also zu weit. Mal auf 75 Meter runter. Probier das gleiche nochmal. Ja. Juhu, du weißt, wie Granaten funktionieren. Zertifikat. Genau. Also so ist es. Das Wichtige ist dabei nur, dass du die Entfernung einschätzt. Du kannst dich ja auch einschießen, also was weiß ich, wenn du jetzt den Baum hier nimmst, den höchsten Baum, sagen links neben der Rollbahn. Ja? Mhm. Der wird, ich schätze mal, 100 Meter weit weg sein. Ist auf 200 Meter, bringst den auf Ziel und guckst mal, ob das funktioniert. Ich schieß mal. Genau gepasst. Du hast, glaube ich, irgendwie woanders hingeschossen. Den Berg runter. Ja. Ja, und so kannst du dich halt auch mal einschießen auf den Gegner, wenn du merkst, du bist zu weit, zu niedrig. Ja, immer, ja. Okay. Okay? Ja. Funktioniert das?
gibt's aber noch verschiedene, du kannst noch Rauch verschießen und solche Geschichten. Das siehst du dann an der Munition. Eine Waffe, weißt du, wie du die runternimmst mit 2x STAG? Kenn ich. Drück mal doppelt STAG. Ja, macht nix. Noch irgendwie im Zoom drin oder sowas? Ja. Das geht? Okay, pass auf. Geht. Was haben wir noch? Du kannst, während du vorwärts läufst, Alt gedrückt halten, die Maus bewegen und damit deinen Kopf bewegen. Mhm. Ja, und du kannst auch, wenn du irgendwo mal stehen bleiben willst, so typisch beim Antreten, nicht willst, dass du dich bewegst, obwohl du die Leute anguckst, dann drückst du einfach doppelt Alt, dann kannst du den Kopf bewegen, frei, und der dreht sich aber nicht, das Manschkal. Ah, okay. Der doppelt Alt und dann würde er sich bewegen. Ah, das ist das Geheimnis, okay. Ja. Dann diese Geschichten mit den Stances, das ist ja auch klar. Ja. Ja. Jetzt drück mal STRG und E, genau. Dann drück mal STRG und W. Kommst ein bisschen weiter hoch. STRG und W nochmal drücken. Weiter, 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 weiter. Ja. So kannst du zum Beispiel, je nachdem, wie hoch dein Hindernis ist, dich ausrichten. Wenn mal gesagt wird, so, wir um 19.45 Uhr ist antreten, dann drückst du auf O, dann kriegst du deine Uhr angezeigt. Doppelt Gas, O, Kompass. Ist sie angezeigt. Verstehe. Wenn es jetzt darum geht, dass du einen Gegner ansagen sollst, dann sage ich dir, was weiß ich, gehe auf den Durchgang zu, der auf genau Azimut 0 ist. Dann tust du jetzt mit K gucken, das ist Norden, dann guckst du, dass dein Kompass auf 0 zeigt, dann weißt du, wo du hin musst. Genau. Wenn es jetzt darum geht, was weiß ich, ich habe einen Gegner auf Azimut 110, 300 Meter entfernt, dann weißt du, wo du hingucken musst. Genau, nach Südost-Süd. Südost, darum. Ja. Ja. Letztendlich, wie funktioniert es? Du hast dann irgendwann einen Gegner. Da wird dir angesagt, okay, was weiß ich, Gegner, Azimut 220, 300 Meter. Dann wissen eigentlich alle, wo ist der Gegner. Jo. Scope, wie du das umschaltest, ist ja auch klar. Scope heißt? Also das ist Fernrohr, es heißt Scope. Fernrohr. Also einmal rechte Maustaste drücken ist das kleine oben beim SCO. Mhm. Wenn du nochmal, wenn du rechts gedrückt hältst, dann kannst du nochmal näher hinzoomen. Mhm. Wenn du STRG und Rechtsklick machst, dann hast du das große. Oh, nice, das wusste ich nicht. Genau. Bei manchen Visieren kannst du damit Plus und Minus nochmal hinzoomen. Kurze Frage, Safety ist kaputt? Ist kaputt? Zirkumflex. Nein, ich kann's an- und ausmachen, kann trotzdem schießen. Oh. Okay. Das ist, richtig. Das ist dann noch ein Ace-Bug. Okay, ich wollte nur nachfragen, es ist gerade kaputt. Es ist wahrscheinlich, weil es noch auf der anderen Waffe drauf ist. Weil das ist per Muscle, also per Lauf, wird das eingeschaltet. Und vermutlich ist es für deinen Charakter noch auf dem anderen Lauf eingeschaltet. Und ich habe Arsenal geloadet, deswegen. Okay, gut. Im Arsenal kannst du dann eben dir ein Loadout zusammenbasteln, so wie es dir halt passt. Wichtig ist immer so Orientierung, dass du zwischen 30, 35 Kilo maximal liegst, weil sonst wirst du sehr schnell erschöpft. Und das kannst du dann auch abspeichern, und jedes Mal, wenn irgendwo in der Mission ein Arsenal steht, kannst du es auch wieder laden. Akku, soweit verstanden? Ja. Habt ihr mein Einsatzziel bekommen? Ja, haben wir bekommen. Hat jemand von euch einen Long-Range-Funk? Negativ, soll ich eigentlich mitnehmen? Ist es egal, braucht ihr nicht unbedingt, ist bloß für mich. Also ich habe keinen Rucksack, ich könnte eins mitnehmen.
Ey, alles gut, dann melde dich einfach über Shortrange. Also lass weg, Plug. Okay. Okay, Marco? Ja. In der Regel, was wichtig ist beim Team, dass wir zusammenbleiben. Also nicht irgendwo hinrennen, oh, das interessiert mich, das will ich mir anschauen oder sowas. Weil wenn du fällst, weiß ich als Teamleader nicht, wo du liegst. Dann wird es schwierig, dich zu finden. Deswegen immer zusammenbleiben. Wenn ich nichts sage als Teamleader, orientieren dich an mir, mach das, was ich mache. Schmeiße ich mich in Dreck, schmeiße ich auch in Dreck. Wenn ich renne, renne auch. Ist klar, dass wir zusammenbleiben können und so weiter. Wir haben jetzt den Komfort, dass wir hier zu fünft in einer Gruppe sind. Das heißt, wir könnten jetzt Farben zum Beispiel verteilen, dass man sagt, okay, dass ich, Duke und Plug sind blau und Nemesis und du, ihr macht rot. Aber braucht man jetzt eigentlich nicht. Wir haben jetzt ein Target bekommen, das ist 1,3 Kilometer von uns entfernt. Wenn du jetzt wissen willst, worum es geht, drückst du auf M und dann kriegst du eine Map angezeigt. Da gibt es dann unter dem Punkt Aufgaben gibt's ein, siehst du jetzt rechts, aufklären. Klären sie das Gebiet und die angrenzende Stadt auf und melden sie das an das HQ. Und dann kannst du oben klicken auf aktuelle Aufgabe festlegen. Wo? Achso, da. Ja. Kannst du auch über Schnellmenü, über J, kannst du auch direkt reingehen. Gott wie Julius. War das Morphium? Nee, das ist, J ist wie Journal, dass du einfach halt siehst, welche Aufgaben sind aktiv. Ich bin verletzt, glaube ich. Ja, das ist okay, sehe ich. So, damit du dich ein bisschen zurechtfinden kannst, kannst du noch zusätzlich, und das solltest du am Anfang der Mission irgendwie einfach immer drücken, SDRG und M wie Martha. Müsste jetzt rechts so eine Minikarte aufgehen. Das ist dein GPS. Nein. Das rechte STRG. Ja, genau, rechtes STRG plus M. Nein, geht die große Karte auf. Ah, der hat kein GPS am Rücken. Wir haben alle kein GPS per Standard. Und nimm dir ein GPS-Gerät mit. Finde ganz ich unten. Gepäck oder? Nee, das findest du unter Ferngas. Ganz unten bei das Navigation. Bei Navigation und Kompass drüben. Ist Kompass und dann hast du drüber eine Kommunikation, brauchst du nicht. Dieser komische Satellit Terminal. Das ist das vierte von unten. Da einfach auf GPS klicken. Okay. Dann wird automatisch, wenn du jetzt auf I drückst, wie Inventar, siehst du, unten ist dein GPS drin. Also du müsstest jetzt eine Karte haben, ein GPS, ein Funkgerät, ein Kompass und eine Uhr. Findest du es? Ja, habe ich. Okay. Wenn du jetzt rechtes SDRG plus M drückst, dann hast du so eine Minimap eingeblendet. Genau. Das hat den eklatanten Vorteil, dass du die Zahl oben in der Mitte, die sagt dir, wo du gerade hinguckst. Azimut. Ja, Azimut. Okay. Die zwei Zahlen links sagen dir, wo du dich auf der Karte befindest. Also 015-021. Mhm. Und da könntest du dich auf der Karte wiederfinden. Das ist jetzt auch für Duke wichtig. Du hast ja, wenn du auf die Map gehst, siehst du ja oben und links diese Zahlen. Es wird immer erst links gelesen und dann, also erst immer vertikal und dann horizontal. Genau, das ist diese Kästchen Organisationen von Karten. Ja. Und jetzt habe ich es genau falsch rum gesagt. Zuerst horizontal, also von links nach rechts. Genau, unten links in der Ecke ist der. So, und da siehst du, so könntest du dich finden, wenn nämlich nicht angezeigt wird, wo du bist, kannst du immerhin, wenn du ein GPS hast, dann dich auf der Karte auch wiederfinden. Wenn du es gar nicht hast, dann wird es schwierig. So, was haben wir noch an wichtigen Sachen? Ja, Funkgerät, wenn wir jetzt zwei Teams hätten, könntest du standardmäßig mit der Taste T über das andere Funk, also über sozusagen unseren globalen Kanal im Short-Range-Funkbereich funken. Wo brauchst du ja nur die Caps-Lock-Taste drücken, um zu funken. Achso, ist das dann ein anderer Kanal oder? Ja, das ist ein anderer Kanal, das nennt sich zusätzlicher Kanal. Okay. Das heißt, wenn ich normal funke, wie zum Beispiel bei der Panzermission, da hätte ich nur meine drei Leute erreicht. Ich habe aber euch permanent auch gehört, das heißt, ihr habt über T gefunkt.
Genau, bleib mal stehen, das ist nämlich völlig übel, wenn man dann immer hinterher rennen muss, weil irgendwann hörst du es auch nicht mehr. Wenn du jetzt STRG und, also linkes STRG und P drückst, dann wird dein Funkgerät eingeblendet. Mhm. So, und jetzt haben wir Kanäle festgelegt, das heißt, wenn du auf Kanal, also wenn du jetzt zum Beispiel auf Kanal 8 wechseln willst, was jetzt zum Beispiel unser Overtalk-Kanal wäre, also der Kanal, wo du über alle Teams hinweg funken kannst, dann drückst du Numpad 8. Mhm. 30.6. Genau, 30.6. So, und jetzt hast du, wenn du guckst... Da kann ich mir quasi Kanäle vordefinieren auf gewissen Frequenzen. Ja, die sind schon vordefiniert. Nemi hat es in das Template schon reingepackt, dass die Kanäle alle vordefiniert sind. Deswegen müssen wir das jetzt auch nicht machen. Aber ich will es dir zumindest nur mal zeigen. Jetzt hast du doch unten in der Mitte diese zwei Pfeiltasten, also links und rechts. Mhm. Rechts heißt Lautsprecher, das heißt, du hast nicht den Knopf im Ohr, wie es normal ist, sondern man hört es über deinen Lautsprecher, deinen Funk, das heißt, alle können mithören. Ist jetzt erstmal nicht wichtig, ist gerade beim Long Range eher interessant, damit die Leute mitkriegen, was Sache ist. Und du hast diesen Knopf nach links als zusätzlichen Kanal festlegen. Das ist jetzt zwar schon eingestellt, aber wir können es jetzt trotzdem einmal ausprobieren. Also du gehst Numpad Kanal 8, das wäre ja diese 30.6. Dann drückst du auf zusätzlichen Kanal festlegen, also das in der Mitte. Und dann drückst du wieder deinen Standardkanal, was weiß ich, Team 1 hat Kanal 1, das wäre Num 1. Und du drückst eben, wenn du Team 2 bist, auf Num 2, Kanal 2. In der unteren rechten Ecke wird angezeigt, was du gesetzt hast. Mhm. So, und jetzt klickst du dann nochmal auf zusätzlichen Kanal festlegen, wenn du Kanal 8 ausgewählt hast. Und dann siehst du, wenn du auf Num 1 drückst, ob unten drunter unter der Frequenz steht zusätzlicher Kanal 8. Okay, ja. Also wir haben jetzt quasi gerade wieder gelöscht und so kannst du dann festlegen. Ist von C8 zu A8 gewechselt und angezeigt. Also zuerst, das habe ich nämlich auch nie gecheckt, deswegen sage ich das nochmal. Zuerst den Kanal auswählen, den man als zusätzlichen Kanal festlegen will. Auf zusätzlichen Kanal festlegen klicken und dann den Kanal, den man selbst benutzt. Okay? Mhm. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn es heißt, in 3 Minuten antreten in-game, dann drückst du kurz, oder O, hältst O gedrückt, dann siehst du, okay, in 3 Minuten ist es 15:15. Alternativ steht die Zeit auch auf dem GPS rechts. Ja. Okay. Dann Azimut eben mit GPS einfach sagen, okay, was weiß ich was, also ablesen, was du da siehst. Grundsätzlich gilt, wer einen Feind entdeckt, gibt es durch Gegner auf Azimut und idealerweise noch ungefähre Entfernung. Ja, das dann wissen auch alle im Team, wo ist ein Gegner. Das wäre es an sich. Ansonsten bei Rundumsicherung, das ist bei uns nicht festgelegt, wer welche Richtung deckt, sondern es hat sich so ein bisschen eingebürgert, wir sagen immer, wer welche Richtung nimmt. Also wenn es heißt, Kommando Rundumsicherung aufbauen, dann siehst du ganz unten an diesen Pfeilen, wer hat schon welche Richtung. Dann nimmst du dir einfach die Richtung, die noch nicht abgedeckt ist. Nemi hat jetzt zum Beispiel Norden genommen, es hat jemand Westen, es hat jemand Süden. Passt wunderbar, Duke zum Beispiel guckt nach Osten und dann nimmst du dir jetzt halt zum Beispiel Westen. Dann wird einfach rundum gesagt, okay, Westen, Osten, Süden, Norden. Und dann weiß ich Bescheid, okay, wer hat welche Richtung, die Rundumsicherung steht, es ist jede Richtung abgedeckt. Verstanden? Ja. Genau. Und wenn wir so hier im Team unterwegs sind und aufeinander zeigen, doppelt STRG drücken, dass wir nicht mit der Knarre aufeinander zeigen. Sorry. Ja. Eine Sache hätte ich noch. Hast du deine Tastenbelegung schon mal angepackt? Verändert habe ich nichts. Okay, wenn du mal auf Konfigurieren gehst, Steuerung, dann Tastatur und Waffen. Ja. Und tu mir bitte den Gefallen, dass du bei Werfen zweimal G drückst. Mit die Granaten meinst du? Genau. Ja. Dass du nämlich nicht aus Versehen auf G drückst und eine Granate wirfst, während wir hier alle stehen. Das ist uns und mir genauso passiert. Wenn du eine Granate werfen willst, musst du einfach zweimal G drücken. Das ist wesentlich sicherer als nur einmal G.
weil man eben auch zum Beispiel mit linkem STRG und G die Granaten durchtoggelt. Wenn man mal zuerst G drückt statt STRG und G, dann wirfst du sofort eine Granate und das ist ziemlich schädlich. Jo, ist drin. Genau. Ich hätte gesagt, wir fangen jetzt an. Wir haben zwar ein Auto gekriegt. Lass mich mal wir haben zwei Autos. Karte gucken. Also im nächsten Ort ist das. Nehmen wir das Auto. Nehmen wir zwei. Es passen nur vier Leute in ein Auto. Ah, stimmt. Okay. Ich bin Fahrer vom zweiten, wenn ich darf. Dann ab in den zweiten. Duke, magst du den ersten fahren? Ja, kann ich machen. Alles klar. Emmy, gehst du mit zurück? Servus. Hey, grüß dich. Sorry wegen vorhin. Ich wollte dich nicht anmachen, deswegen. Ach was. Wie kann man eigentlich Licht anmachen auf dem Ding? L. Geht aber nur, wenn es tatsächlich Nacht ist in Arma. Okay, ich merk's gerade. Kein Tag verlegt. Zwei Check. Ey. Plug Check, ich hab noch keine Nummer. Zwei Check. Duke, der funkt nicht? Duke hat gefunkt gerade. Du hast ihn gehört, ich nicht. Ja, Duke, ich hab dich gehört, ich hab aber keine Nummer. Ich höre sonst niemanden außer dir. Plug hat auch gecheckt, aber scheinbar hört er nur Duke und sich gegenseitig. Auf welchem Kanal seid ihr? Eins. Ich bin auch auf eins. 310. Neuer Versuch? Hört mich jemand? Vermutlich nicht. Scheiße. Zwei Check, hört mich jemand? Ja, Duke, ich höre dich, aber ich glaube, ich bin der Einzige. Ich höre Nemi auch nicht, der sitzt neben mir. Fahrzeuge können ja miteinander kommunizieren. Ja, genau. Tempomat, weißt du, ne? Ja, war entfernen. Welche Geschwindigkeit wird dran gesagt? Keine Ahnung. Gebt ihr eine Geschwindigkeit vor? Vollgas. Alles klar. Oh, Maussteuerung 1A. Wir stehen euch auf euch drauf. Nee, nicht ganz. Ja, wir haben den Baum mitgenommen. Ja, ich bin ausgewichen. Ja, er meint so, gebt ihr hinten Bescheid, wenn ihr an uns dran seid. Das Problem ist die Beschleunigung und Bremsen. Die Beschleunigung und Bremsen wie Elefanten, das ist unglaublich. Ja. Vor allem bei der Geschwindigkeit in, hier. 1, 2, 3. In 400 Metern kommt eine Abzweigung nach links. Okay. An der halten wir und gehen zu Fuß weiter in die Stadt. Okay, 400 Meter heißt, ich müsste langsamer werden. Jetzt. Oh, ich sehe die Jungs nicht. Ach, noch 150 Meter bis zu denen. Da ist eine Abzweigung, okay. Genau, und da sind die anderen beiden. Stopp. So. Joe guckt nach Süden. Ich hab hier Norden. Ach, die sind noch weitergefahren. Ich bin zu früh angehalten. Die kommen gleich zu uns. Ah, okay. Ich hab Norden und Nordwest. Also quasi die Straße. Hast du schon auf Yelling umgestellt oder noch nicht? Moment.
und weiße Funkquelle. So verstanden. Komm, wir laufen vor bis zum zweiten Pfosten und was da oben abgeht. Okay. Wir überschlagen uns dann. Sicherung von der Waffe haben wir ja nicht, also alles gut. Ja, und die ist. Wer Feuerstatus? Gelb. Alles klar. Gelb. Okay. Das ist jetzt meine Ansage. Weiß hat keine gemacht. Das reicht mir. So, ich mach links, du rechts. Position erreicht. Da ist eine Kirche voraus, eine zerbombte. Keine Feinde bisher, ne? Nee, aber nur einfach Kirchenruine, deswegen da drauf achten. Im Osten ist eine Kirchenruine. Warte. Pass auf, und jetzt, es gibt eben dieses raupenartige Vorgehen. Raupenartig würde heißen, dass Nemesis und Plug jetzt weiter vorrücken. Raupenartig heißt, genau, das war raupenartig, und überschlagenes Vorgehen heißt, dass wir jetzt an den beiden vorbeiziehen, uns eine Deckung suchen, eine Sicherungsposition aufbauen, sodass wir deren Weg sichern können und gleichzeitig nach vorne abgesichert sind und dann eben genau wie Nemesis das gerade gemacht hat, dann, wenn wir stehen, einfach die Position angeben. Das heißt, wir gehen jetzt vorsichtig vor und suchen uns eine neue Deckungsposition. Weiß, Zwischenfrage. Ja. Beim Überschlagen, die Gruppe, die überholt wird, deckt dann beim Überholen nach hinten, richtig? Genau. Alles klar. Gut, das war mir nur wichtig, sinnvoll, dass dann die... niemand uns in die Flanke packen kann. Noch besser wäre es natürlich, wir hätten zwei Viererteams, dann wäre wirklich alles safe. Wichtig ist, dass wir jetzt nach vorne abdecken und ihr unseren Weg auf der einen Seite deckt, dass kein Beschuss reinkommt, und das heißt einer nach hinten, einer nach vorne von eurem Team. Mhm, also, gut. Okay. Und jetzt, du siehst ja, Marco, wir haben vor uns eine Mauer. Jetzt gehen wir einfach mal an die Mauer, verschaffen uns einen Überblick, wo wir als nächstes hingehen können, sodass wir nicht zu weit weg sind. Und genau, führen wir mal aus. Geht ihr zweimal fort, Juk und Marco. Wird es gelingen. Okay. Macht es nicht mehr Sinn, zu zweit irgendwie so Nordwest-Südwest abzudecken? Also von West bis Nord quasi die Ecke. Und du machst die andere Seite, diesen 90-Grad-Winkel. Das West-Südwest, weil da der Weg hochgeht, und ansonsten ist da rechts und links Steine. Ja, genau. Deswegen kann da eigentlich nicht viel passieren. Das wird nur doof, wenn der Funk kaputt ist und irgendjemand von uns down geht. Das wird sehr blöd. Wieso? Zu einem der anderen hat jeweils ja jeder Kontakt. Stimmt. Es darf nie mehr als einer down gehen. Sieht's aus. Abgesehen davon darf ich sowieso nicht down gehen, weil ich der einzige Medic hier bin. Oh Gott. Kann ich dann eigentlich aus deinem Körper das Medic-Ding rausklauen und dich hochheilen? Jein. Also du kannst mir Dinge rausnehmen, das geht. Aber da du kein Medic bist, hast du die Hälfte der Dinge, die nötig sind. Ah, das ist tatsächlich an die Klasse gebunden, ob ich die Funktionen habe. So sieht's aus. Alles klar. Ich dachte, das ist an die Gegenstände gebunden. Die genauen Puls in Zahlen. Nee, das habe ich ja schon mitgekriegt, aber ich dachte, das wird automatisch übernommen mit diesem Item, aber in dem Fall ist es an die Klasse gebunden, passt. Genau. Gleiche gibt es auch für den Engineer und für den Explosive-Spezialisten. Oh, ich liebe Explosive-Spezialist. Also, die Version von ich entschärfe Krempel. Ah, aber ey, du, mit dem neuen Minendetektor ist es richtig cool. Ich habe ja einen Mod gebaut. Ich habe ihn dabei. Einen Mod umgebaut. Nee, den kennst du noch gar nicht. Einen Mod umgebaut, weil der Minendetektor auf Elite nicht funktioniert. Ja, das hast du mir schon erzählt, genau, mit dem Piepsen. Aber ich habe einen Minendetektor dabei.
Ach, du hast jetzt gerade einen dabei. Ich habe einen dabei. Ich habe, das ist ein Marksman-Loadout, der auch Minendetektor, Toolkit und die, also ich kann Minen schärfen. Dann drück mal Steuerung Windows-Taste und geh mal auf Equipment. Da müsste Minendetektor einschalten. Enable Mine Detector, ich habe ihn zweimal. Zweimal? Zweimal. Check Weapon Temperature und zwei Zeilen Enable Mine Detector. Okay, strange. Mach mal einen an. Mine Detector activated oben rechts. Perfekt. Cool, danke. Sollen wir nachrücken? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nichts gehört. Alles klar. Wir ziehen nach. Okay. Ach, meine Fresse. Raus aus dem Zoom. Ja, sorry, das war ein dämlicher Fehler. Ja, kein Problem. Hab ich. Raus aus dem Zoom und jetzt gucken. Gegner auf 047. 4847 und 50 bis 80 Meter weg. Findest du den Gegner? Zwei nee. Tangos. Pass auf, machen wir mal zusammen. Steh mal auf. Der kommt weg von uns, ne? Der guckt von uns weg, ja. Ich kannst Rucksack. Jetzt auch in die zweite Zoom-Stufe gehen und mal näher hingucken, hast du zwei Tangos. Soll man noch nicht schießen. Wichtig ist nur, dass du sie entdeckst. Ah, da sitzt der andere. Blaue Jacke. Insgesamt zähle ich drei. Oh, du zählst sogar drei? Ja. Stimmt. Weil bei den zwei, die nebenan stehen, okay. Ist 5 Meter weiter rechts nochmal einer. Daneben rechts ist noch läuft eine Patrouille. Zwei. Achtung, alle in Dreck werfen mit Y. Warte mal, bis die Patrouille rum ist und dann knöpfen wir uns die drei Jungs, die da stehen, gleichzeitig vor. Das sind vier. Neben dem linken steht noch einer. Noch einer. Ja, wir sind ja zu viert. Plug Nemi rutscht hier zu uns vor. Keine Absicherung nach hinten, die ignorieren wir jetzt. Dass wir alle gleichzeitig feuern können. Okay, ich habe Schalldämpfer drauf. Ich habe hier, Moment, ich mache den Schalldämpfer drauf. Und ich habe gerade Dreck vor mir. Ich muss noch eine vernünftige Position finden. Wichtig ist nur nicht zu weit weg. Ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie weit es weg ist. Ich werde wahrscheinlich nur ein normales Fernglas haben. Ja. Wir können jetzt meinen Vektor haben. Bitte? Kannst du meinen Vektor haben? Nö, du kannst auch ja gerne die Position. Also sag mal, wie weit die Gegner weg sind. Okay. Dann machen wir die gleich mal mit dem Grenade Launcher platt. 73 Meter. Alles klar. Dann probieren wir es gleich mal. Marco, ist eingestellt. Auftritt 75 Meter. Gucken wir mal, wo die Patrouille ist. Hier für alle anderen, wir werden jetzt zwei Granaten da rein donnern. Die Patrouille sehe ich nicht mehr. Welche Richtung war die Patrouille? Die ist ja auf der Straße vor uns. Ah, okay, genau. Danke. So. Marco, bist du bereit? Ja. Ausgerichtet? Ja. Dann 3, 2, 1 und los. Jetzt nachgucken, ob du einen Wirkungstreffer erfüllt hast. Ja, Nemi sagt schon. Ich habe auch Tangos down gesehen. Feuer! Das Ablegen, jetzt kommt Beschuss von irgendwo her. Ich glaube, die Patrouille kommt zurück. Beschuss aus 065. Da ist ein Fahrzeug. Ich sehe ein Fahrzeug auf 058 hinter dem Gebäude. Okay. Das ist ein Hemet oder sowas. Jetzt haben wir vier Gegner auf einmal ausgeschaltet. Das ist doch mal eine super Geschichte. Ich habe auf rechts geschossen. Entschuldigung. Auf rechts geschossen? Ja, du wolltest, dass ich in die linke Gruppe schieße, ne? Ja, ist ja wurscht. Hauptsache, du weißt, wie du das einstellst. Heißt, das könnte sein, dass zwei noch da sind. Ja, ich glaube nicht, dass die noch da sind. Lass uns mal zur Kirche rüber robben. Auf geht's. Guck, ich habe deinen Arsch. Ich hab deinen. Marco, komm weiter nach rechts, du bist zu weit weg. Beschuss, links.
Auch raus. Auch raus. Jemand verletzt? Nein, sehr noch nicht, aber die Schießglocken ist okay. Wird weggeblasen. Wir müssen weiter. Geht's. Wir robben darüber. Marco, komm ein bisschen zu uns runter. Das Gelände ausnutzen, weil hier unten ist ein bisschen niedriger. Richtig, Marco, wenn jemand schießt. Marco? Nicht kreuzen. Tango down. Genau. Dann, doch, sag ihm, dass du kreuzt, bevor er, also während er schießt natürlich nicht, aber wenn du an seiner Waffe vorbeiläufst, sag ihm, dass du kreuzt. Du hast kein weiteres Tango in Sicht. Okay. Fahrzeug auf 33. Schuss aus Nordosten. Weiß, ich gehe hinter dir rechts rüber. Oh. Ich versuche das Fahrzeug zu beschießen. Ich bin verletzt, warum auch immer. Ich bin auch verletzt. Granateneinschläge irgendwo hier bei uns. Wollen wir hinter den Stein da links nach Deckung? Ja. Wir springen zur Kirche. Was ist mit den anderen? Sind die down oder was? Ich hoffe es nicht. Jungs, Daniel, seid ihr noch da? Scheiße. Wir werden beschossen. Okay, die anderen sind down. Ich muss mich verbinden. Ja, macht es Sinn. Okay, ich bin noch da. Verbinde meinen Kopf mit einem Quicklot. Und mein Torso muss ich auch mit einem Quicklot verbinden. Das ist eine Blutung. Weißt du, bist mir gerade weggerannt. Ich kann mich noch nicht bewegen. Okay. Bei mir sieht's gerade gut aus. Noch die Gegner zu bekämpfen. Ich sehe einen auf 2. Zwei auf 3-2-4 neben dem Stein links. Da sind noch zwei. Ja. Hinterm Baum. Drei. Ich sehe drei. Scheiße. Meine Maschine hat. Die laufen runter. Ja, der ist immer noch hinterm Stein, ist der mittlerweile. Der guckt hinterm Stein hoch. Hab ihn. Okay, ich sehe ihn gerade nicht mehr. Kannst du mir Deckung geben? Ich renne zu den anderen rüber. Okay, Deckung in welche Richtung? Scheiße. Hörst du mich? Hört mich irgendjemand?
Ich höre nur Funkrauschen. Verbündeter Medic rückt ins Einsatzgebiet. Das Feuer nicht eröffnen. Ich wiederhole, das Feuer nicht eröffnen. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden.
Falls mich irgendwer hört, ich bin am feindlichen Kampfheli. Falls mich jemand hört, ich bin am feindlichen Kampfheli. Black, wir hören dich. Oder ich höre dich zumindest. Okay, das ist gut. Also ich bin hier, ich habe hier irgendwie zwei, drei Leute ausgeschaltet oder vier. Wir haben zwei Helis zur Verfügung hier. Wer ist noch am Leben? Wir versuchen gerade alle wieder hochzukriegen. Nemi und Weiß leben und am Rest arbeiten wir. Okay, ich komme runter. Hier ist, glaube ich, befriedet. Ich höre niemanden mehr schießen. Wer ist denn das hier vor mir? Hallo? Hier steht noch einer von Bravo 1-3, steht hier irgendwie AFK rum. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind verbündete Soldaten, die ins Einsatzgebiet eingerückt sind, um ein bisschen Hilfe zu geben. Einfach ignorieren. Wir haben unter anderem den Medic hier mitgebracht, der uns gerade... Waren die mit dem Heli unterwegs? Hey, wieso ist er jetzt gestorben? Nein, die sind zu Fuß gegangen. Ah, okay, weil ich habe vorhin irgendwie zwei Heli-Piloten erschossen. Weiß nicht, was das sollte. Ach, wo bist du? Ich bin mit denen mitgekommen. Ja, ganz normaler Feedback und... Alles klar, wir holen dich. Der ist am Flughafen, der Marco. Ja. Ist gerade gestorben. Und dann... Gott, liegt der Verbandszeug rum. Ich sage Mutter, dass sie dich liebt. Dass du sie liebst. Ich hab kaum noch Moon, ich bin auf der letzten. Alles gut. Ich kann dir Moon geben. 7,45er? Ich habe MK17, ich brauche 7,62, 51 NATO, 20 Hülsen. Ich habe noch 12 Schuss in der. Ich verarzte dich gerade, also nur im Kreis drehen, sonst nicht. Ich munitioniere mich dann später um. Also ich als Medic ziehe mich jetzt wieder zurück und... Okay, du bist wieder in Ordnung. Ja. Geh mal zu meinem Einsatzteam weiter. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nichts zu danken. So, Marco. Du hast auch die Granate gefressen? Ja. Da kommt einer, da kommt, was ist... Ach Gott, eine unserer Leute. Verdammter Mist. Sorry. Ja, das war jetzt dieses klassische Beispiel, Funk ist so viel wert, weil Plug hat mich nicht gehört. Du bist losgerannt und ich wusste nicht, ob ich nachkommen soll oder nicht. Und dann daraufhin habe ich. Ja, so verstanden. Vielen Dank. Na gut. Okay. Nochmal ganz kurz abschließend zur Lektion. Wir sind jetzt darüber gerobbt, aber eben das Problem war, die Granate hat uns komplett, ja, hast ja gesehen, Kacke. Wir sollen jetzt die Basis durchsuchen nach gegnerischem Equipment. Wir können den Heli wohl mitnehmen und so weiter. Es sind zwei Helis und ein Fahrzeug in der Basis. Na gut. Plug, fühl mich wohler, wenn du die Waffe noch runternimmst. Entschuldigung, ich bin hier noch ziemlich auf Edge. Alles klar. Die Basis ist clear. Jetzt schwärmen wir aus. Nichtsdestotrotz immer mal ein bisschen hinter die Ecke gucken. Wer weiß, ob nicht noch irgendwo einer ist. Und dann treffen wir uns in 2 Minuten an dem Ifrit da vorne, der auf Azimut 30, 50 Meter vor uns ist. Einfach mal rumgucken, durchsuchen. Vielleicht findet er was und ansonsten Meldung machen, wenn ihr was findet. Bitte immer einer mit Funk zusammen mit einem ohne Funk. Sonst ist scheiße. Nemi? Ja. Okay. Alles klar. Duke, bleibst du bei uns, dann machen wir halt die gleiche Aufteilung wie vorhin. Alles klar. Rutschen wir mal nach rechts hier auf 55 vor. Okay?
Okay. Wir gehen dann links rum. Ich habe die große Runde außen rum gemacht, wollte ich eigentlich sagen. Da ist nichts. Das ist jetzt nur ein bisschen Roleplay. Ja, ja, passt schon. So, ja, gut, dann. Dann gehen wir doch auf. Was ist denn hier? Hier, 15. Die Richtung. Ach, das sind sogar zwei von den blöden Emmets. Was war denn das? Das war was? Ich hab grad irgendwas im Busch rascheln hören. Das war ich. Das ist hier, wenn ich durch den Busch latsche. Wenn du Büsche niederdrückst, durch sie durchraufst, dann rascheln sie. So verstanden, wir untersuchen den feindlichen Heli. Alles klar. Gehst du rein? Pass auf außen rum. Der Kaska ist voll funktionsfähig. Okay. Ich habe ihn extra nicht kaputt gemacht. Fein. Wohl, sogar mit Bordwaffen das Teil. Ja, ja, der hat irgendwelche Pots. Auf der anderen Seite sind Raketen. Ja, okay. Der hat Raketen und eine Minigun. Eine Minigun. Geil. Das ist ein fein ausgerüstetes Teil. Vor allem ist ein Transporter. Das war ich. Ich höre dich nicht mehr. Fuck, wo bist du? Da. Keine Sorge. Ja, ich. Ja, wenn ich also dich... Weiß ist jetzt gerade bei der Ruine mit dem roten, was auch immer, Dings da. Land. Ja, ich sehe. Duke sind da auf 152, so leicht südlich von uns. Da steht einer auf der Ruine drauf. Achso, ja, okay. Genau, ich hab's. Das sind beide so unsere. Das sind die zwei unseren, ja. Das war somit mein größtes Bedenken, als ich hier rumgerannt bin und die Jungs erschossen habe, dass ihr mich erwischt. Weil den Typen hier. Ach, hier lag doch vorhin noch einer. Da. Den da habe ich von. Da hinten aus ermeuchelt, hab ihn voll im Arsch geschossen. Okay. Weil ich bin ja die große Runde außen rum gerannt. Aha, okay. Weil ich dachte mir, wenn es da schießt, dann werden sie sich überrascht fühlen, wenn ich von hinten reinkomme. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall beim Teamkollegen bleiben, wenn ihr noch zu zweit seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war mir nicht ganz klar, weil ich habe nur Beschuss gesehen und dachte, okay, Weiß kümmert sich um euch und ich kümmere mich darum, dass er keinen Beschuss kriegt. Ja, nee, also normalerweise immer zusammenbleiben. So, du siehst ja die drei Ränge auf deinem ST hat. Mhm. Den inneren, ganz dunklen. Mhm, ja. Den mitteldicken und den äußeren, ja. Der mittlere, der ist sozusagen Rufreichweite, da hört man dich noch. Ach, das ist Schreireichweite, okay. Nee, normales Reden. Also Schreien ist der Äußerste. Ah, okay. Und im besten Fall bleibt man immer in dem mittleren Kreis. Ich habe standardmäßig Schreien eingeschaltet, damit man mich weiter hört. Das machen wir auch nicht. Weil wenn wir Missionen haben und so, mittlerweile spielen wir ja so, dass der Zeus zum Teil auch uns hören kann. Und dann aufgrund dessen reagiert. Also wir sind immer auf normal, außer wir müssen schreien. Okay, Arsenalkiste. Super, nachladen. Da. Siehst du sie? Ah, da wo alle hinrennen, alles klar. Wo ist die Arsenalkiste? Da, im Hauptlager, da wo die ist. Okay, Arsenalkiste? Ah, check.
für Phoenix kommen. Haben einen funktionsfähigen Ifrit, einen nicht funktionsfähigen Ifrit, eine Waffenlieferung sowie eine Mörserstellung gefunden kommen. Da sind noch zwei Helis. So verstanden, rüsten uns so aus, dass wir verbliebenes Equipment sprengen können und ziehen mit Helikopter zur nächsten Position. Ende. Ja, oh, sprengen, jawohl, ich nehme schon. Marco? War jetzt noch beim Behandeln wahrscheinlich. Guck. Ausrüsten zum Sprengen, die zwei Ifrits ordentliche Sprengladung legen, zu dem Mörser Sprengladung legen, sowie zur Kiste Sprengladung legen. Wir hauen hier mit dem Heli nachher ab und wenn wir abgehoben sind, sprengen wir hier alles. Weiß, den zweiten Heli neben der Kirche hast du gesehen? Ja, der ist kaputt. Ach. Verstanden? Guck. Falls du was sagst, ich höre dich nicht. Guck. Ob dein Mikro ist aus oder sowas. Jörg, bist du gemutet? Na, jetzt bist du da. Hast du verstanden gehabt? Ja, ja, ich hab's verstanden. Alles klar. Oh, es piepst. Ach, ja, Nemi, geil! Ist das also geil, dass der Minendetektor läuft bei mir gerade amok. Wenn du dich jetzt davon wegdrehst, dann... Ja, es wird langsam. Stimmt. Krass, ist das cool. Den müsste ich jetzt auch mal ausprobieren. Moment. Oh, der ist geil. Der ist geil. Ist das cool? Das ist so cool. Ich habe es so eingestellt, dass wenn du auf eine Mine drauf zurennst, das Piepen genau dann anfängt, dass du wirklich im Rennen noch stoppen kannst. Am besten ist es explodiert. Ausweichen. Das ist ja blöd. Ich habe jetzt den Minendetektor, aber es passiert gar nichts. Du Moment. Machst jetzt Control Windows, Equipment, einschalten. Ah, stimmt. Ich habe aber keine Earplugs aus irgendeinem Grund. Also die kann ich nicht benutzen. Unter welchem Krieg ist der? Ich habe keine. Moment, ich habe gerade keine dabei, merke ich gerade. Und wenn du dich jetzt umdrehst, das Ding ist an und du dich umdrehst. Ja. Sehr gut. Okay, ist cool. Marco? Das steht am Arsenal. Marco, hast du den Minendetektor gefunden? Hört ihr mich? Ich höre dich. Hast du den Minendetektor gefunden? Ja, ich frage, unter welcher Rubrik der ist. Okay, also du gehst ins Arsenal, dann gehst du auf deinen Rucksack zum Beispiel. Oder auf dein Gepäck. Dann siehst du ja rechts wieder dieses Inventar und dann drückst du auf dieses Plus, da, wo verschiedene Gegenstände drin sind. Ah, eine Banane. Das ist ganz oben der Minendetektor. Da machst du auf Plus 1. Dann gehst du auf dein Self-Interaction-Menü von Ace. Moment, ich muss irgendwas rausschmeißen. Ich habe keinen Platz. Sag mal, habe ich gerade die falschen Klamotten an? Ne? Haben Markierung für neues Ziel erhalten. Du kannst es auch, kannst auch den Rucksack auswählen und es da reinpacken. Da gibt es das gleiche Menü. Gepäck habe ich ausgewählt. Nemi, das Ding wird im Menü einfach nur doppelt angezeigt, weil es sind jetzt beide zum Disablen vorhanden. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also die zwei Fahrzeuge und das Arsenal ist von... Marco, hast du den Minendetektor jetzt drin? Sekunde. Oh, das Arsenal piepst. Freundlichen Heli auch? Ja, alles, was wir hier zurücklassen würden, verminen den feindlichen Heli nehmen wir zum Abrücken. Und welcher ist unser Heli? Also welchen soll ich noch sprengen? Der ist in der Kirche hinten. Den kleinen Little 150. Bird. Hummingbird. Ich hab ihn. Okay, jetzt gehst du auf Self-Interaction, das heißt STRG links und Windows-Taste. An Ausrüstung. Oh, 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 oh. Der ist alleine explodiert.
Detektor aktivieren. Ist aktiviert. Okay, ich habe übrigens noch einen Bug gefunden, Nemesis. Ja? Ich habe jetzt zweimal das Inventarmenü Minendetektor deaktivieren. Weiß, ja, habe ich auch. Das hat Plug auch, ich weiß noch nicht, woher das kommt. Okay. Bug gemeldet, known bug. Wir arbeiten an einer Lösung. Luke hat es auf die kürze Art gemacht, okay. Nee, das Ding ist von alleine hochgegangen. Hat er gerade gemeldet. Duke hat das mit seinem Willen zerstört. Ich glaube auch. Ich kann mit dem Helikopter kann ich nichts, der ist vor meinen Augen, der ist explodiert. Alles perfekt. Viel erreicht. Dann, hast du gut wenn ihr alle ausgerüstet seid, aufsitzen auf dem Heli, dann hauen wir ab und gehen zum nächsten Punkt. Ja. Plug sitzt drin. Duke drin. Jo, können wir abrücken. Marco, bist du eigentlich schon mal geflogen? Den Starflügel habe ich probiert. Und? Lachend aufgegeben. Ich sehe keine Explosionen. Ist alle gezündet? Ich muss sie alle einzeln zünden. Ah, okay. Boom. Ich sitz scheiße, ich sehe nix. Wo sitzt du denn? Direkt vor so einem. Also ich hab zwar Fenster, aber. Links oder rechts? Rechte Seite, ja. Also ich kann schon in die richtige Richtung gucken. Jetzt sehe ich Explosion, jawohl. Cool. Okay, das müssten alle gewesen sein, oder? Alle 8 Sprengstoffe gezündet. Wow. Den 9. zünde ich jetzt nicht, weil der hängt an diesem Bild. Was? Aber was? War ein Scherz. Das wäre dir zuzutrauen. Ich hab das schon mal vorbereitet. Ja, ist gesprengt und sind jetzt matt. Aber ich könnte einen auf Aloha Wakba machen. Bist du verstanden? Wir landen oder Phoenix in. Wir haben auch Toss Rope hier. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Funkturm. Schuss? Beschuss, ich höre es irgendwo einschlagen. Ropes gehen nur auf eine Höhe von 40. Wohin, oder? Ja. Ich höre wieder Beschuss. Ropes sind raus. Okay, ihr könnt euch jetzt abseilen. Duke raus. Plug raus. Plug unten. Duke gelandet. Beschuss aus Süd. Sichere nach Norden. Ich sichere nach Süden. Ich sichere nach Süden, ich bin am Container an dem roten rechts. Seht ihr irgendwelche Feinde? Wir hören Feuer. Ich höre die ganze Zeit auch nur Feuer, aber sehen tue ich nicht. Der Strom aus dem Wald kommt das, glaube ich. Das ist, glaube ich, alles direkt hinter diesem blöden Scheißding, das mir da im Weg ist.
So, ich bin hinter dir. Wir sollten vielleicht zu den anderen zurückgehen, weil wir haben zu wenig Funk. Ich kann nur mit Duke funken. Es kommt näher. Wo? Welche Richtung? Die was? Ich hör's nicht. Hörst du mich überhaupt noch? Ja, sind wir. Ja, ich sehe euch auf dem Dings. Ich habe nur kurz gecheckt. Ack. Ja? Wo ist Duke? Der kommt gerade an, von Norden. Die Visual? Null. Ich gehe mal vor zu dem Autowrack hier auf der rechten Seite. Sieht einer irgendwas? Nein. Negativ. Ich sehe hier vorne immer noch nichts. Ich sehe aber voraus einen Baumstamm und einen Stein als gute Deckung. In Richtung Süden. Nee, gar nichts. Haben wir eine Drohne oder sowas? Aber zu Plug vor. Plug, bei dir ist ja klar. Ich sehe, es schießt irgendwie aus Südwest, aber ich sehe nichts. Ja, aus Südosten. Auch Südosten auch, aber jetzt gerade. Ach, das ist jetzt Südost, verdammter Kack. Da vorne. Vorbei, Achtung. Der Baum da vorne sieht eigentlich gute Deckung aus. Weiter rechts dachte ich, genau. Ich komme gerade zu dir vor. Guck nach Süden und ich geh mal zu dem Stein davor, da. Nicht zu weit weg von den anderen. Jungs, könnt ihr zu uns nachziehen oder ist die Position für euch? Ich schlecht? Hab. Sage mal. Okay, verstanden. Hast du irgendwas im Visier? Ich sehe gar nichts. Ich versuche gerade irgendwas in Richtung Südwest zu finden. Ich hab da. Nee, einen Stein. Bin down. Ich komm zu dir. Hast du gefunkt gerade? Hab ich. Gut, ich verbinde dich jetzt. Okay, oh, warte mal, lass uns zurückgehen. Ja, gute Idee. Ja, hast du gerade geschossen? Negativ. Die Kontakte sind im Südosten. Ja. Okay. Nemi? Busch davor. Bin an dir dran. Okay, gut, ich deck nach Südosten jetzt. Du kannst ja Granaten schießen, weißt du. Mach ich. Ich sehe endlich
Feuer. Ja, Feuer habe ich auch gesehen, aber Gegner dazu finde ich nicht. Das war doch gerade auf 120. Okay, bin dann Endheilung. Wo sind denn der Rest? Habt ihr geschafft? Wir sind hier an dem Baumstamm im Süden. Du bist vollständig wiederhergestellt. Siehst du roten Rauch? Ja, sehe ich. Okay, roter Rauch ist auf der ganz anderen Seite. Vom roten Rauch aus sind wir in Richtung Südwest. Wo bist du? Ich bin immer noch beim Funkturm. Okay, Funkturm, du siehst vom Funkturm aus in Richtung Süden auf der linken Seite ein Gebäude. Nein, du bist am roten... Bist du das am roten Container? Was war das? Ja, weil ich dem anderen jetzt Bescheid sagen will, dass er mitgeht. Grüner Rauch, grüner Rauch. Hinterm grünen Rauch sind wir. Hier, stopp, du kannst gerade in die... Guck mal Richtung Südwest. Duke, hörst du mich noch? Ah, ich sehe sie beide kommen. Scheiße, ich stehe hier gerade unter Beschuss. Schuss im Nahbereich? Weiß? Ja, bei mir. Es kommt bei mir rein, ich lebe noch. Ich weiß noch nicht woher. Ich sehe die einfach nicht. Hätte auf 150. Ah, da bei dem Stein, bei dem eckigen. Ich sehe da aber nichts auf die Entfernung. Ich komme mal zurück und wir müssen uns ein bisschen aufteilen, denke ich. Exakte Position auf 125 ist mindestens einer. Ich hatte Kontakt auf 86 in dem Dreh. Okay, runter, runter, runter. So, weiß, hast du irgendwas? Ja, einen Kontakt. Auf 135. Target down. Target wieder wach. Also Duke. Boah, ich hab Asse abgekriegt. Ja, ich komm dich heilen, ich komm dich heilen. Du Kreuze. Ach verdammt, falsche Tasten die ganze Zeit. Lebt noch? Head, Quicklot. Bin an den dran. Ich mache ihm gerade einen Quicklot auf den Head. Ja, aber du kannst ihn ja nicht vollständig heilen, insofern... Schon ja, aber dann verblutet er mal nicht, so. Noch eine Heilung? Wie lange lebt denn der noch? Einteilung durch. Danke. Ich bin getroffen. Immer noch aus Richtung. Ich bin getroffen. Ich plack ist getroffen. Ja, ja, runter, 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 runter. Ich leg mich gerade hin. Hey Marco, hast du noch Granaten für deinen Granatwerfer? Dann schieß mal eine. Das sieht gerade sehr böse aus. Das blutet massiv. Ja, 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 alles gut, alles gut. Also Kontakte auf 198. Rechter Arm. Soll ich mich selbst irgendwo verbinden? Oder stört das nur? Nein. Alles gut. Wieso stehe ich jetzt auf? Ich bin nicht aufgestanden. Gut, du bist auf den Stein geglitscht. Sorry. Stein? Genau. So, jetzt liegen bleiben. Dann kriegen wir dich ganz schnell wieder hoch. Dressing. Boah, ist das eine krasse Optik. Und ich mache Endheilung. Ist vollständig wiederhergestellt. Super, danke. Okay, ich habe immer noch das Problem, ich sehe einen Scheiß.
Was zum Gegner? 072. Oder müsste jetzt schon down sein. Der war hinter dem letzten Bettungpfosten gewesen. Okay. Irgendwie eine Verletzung? Ja, ich war am Tor so getroffen. Wir werden noch beschossen. Ansonsten keine Probleme. Dann bleib so wie du bist. Also kannst dich natürlich auf der Stelle drehen. Ich kümmere mich um dich. Achtung, nächster Kontakt 142, Entfernung 400 Meter. Du verstanden? Du bist vollständig wiederhergestellt. Ja, besten Dank. Wir scheinen wieder hinten die Kuppel runtergelaufen zu sein. Ja. Emmy, ja? Geh mal bitte zu diesem Stein hier vor. Dieser Stein hier? Auf 99. Ja, sehe ich. Bin neben dir. No visual. Die Position liegt tiefer als das eben. Wir können versuchen zu umlaufen und ins Meer zu kommen über Norden. Okay. Von mir aus ja. Ja, noch keine Rückmeldung, man weiß. Sollen wir versuchen, über Nordost zu umlaufen? Ich sehe Rauch. So verstanden. Wir umlaufen. Okay. Also zurück auf die Basis rennen. Nix. Okay, dann weiter Richtung Nordosten. Wir müssen noch ein bisschen weiträumiger umlaufen. Okay. Ich bin direkt hinter dir. Eurer Position. Nordöstlich. Die Steine da vorne sehen gut aus. Dann machen wir kurze Pause. Hier da vorne ein Kreuz, das könnte ein Gebäude sein. Sind jetzt östlich von eurer Position, laufen jetzt weiter in Richtung Süden. Wieder fit? Ja. Ich bin ein Stück hinter dir. Der Stein da vorne. Ich glaube, wir sollten auch weiter nach links decken. Die
ganze Zeit runter zum Strand. Ich gucke auch die ganze Zeit, aber ich sehe ihn nicht. Ach, das ist irgendein Schiff, so, das Schiffswrack da vorne. Habt ihr noch Visual auf uns? Keine Kontakte hier bis jetzt. Ich nehme den Stein hier. Ich gehe runter an den Strand. Ich komme dir hinterher. Links, unten. Ein Stück rechts. Oh. 150. 150 kam's her. Ne, da ist, da habe ich nur Feuer herkommen sehen. Das ist ein ziemlicher Abstand. Im Wasser. Treffer. Also ich treffe ihn. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen, helf mir. Bist du? Immer noch der Drecksack. Ja, ich bin getroffen. Ich bin gerade ohnmächtig geworden. Ich komme zu dir. Ich muss mich verbinden. Torso, Quicklot. Nimi, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Okay. Bist du okay? Rechter Arm, ich bin okay. Quick. Lost a lot of blood, sagt er mir. Also beides verbunden mit einem Quicklot. Lost a lot of blood war die letzte Anzeige. Ich bin noch da. Habe ich gerade verbunden. Alles klar. Ich habe alles verbunden, was ich kann. Mache ich Endheilung, guck du in Richtung Strand weiter. Ich gucke in Richtung Strand. In Richtung Süd-Südost. Sehe ich auf der Karte, wir sind östlich von euch. Also ich habe ihm die ganze Zeit ziemlich eingeschenkt, aber das hat wohl nicht gereicht. Ja, der ist gut gepanzert gewesen und da er lag, haben wir die ganze Zeit auf den scheiß Helm geschossen. Mhm. Oh, die anderen Jungs sind jetzt westlich von uns. Okay. Und du bist wieder vollständig hergestellt. Dankeschön, ich robb langsam vor und guck, wir sollten... Ich hab ihn gekillt. Ja, das ist ja nicht der Einzige. Ja, aber die Jungs sind jetzt westlich von uns. Ja, das heißt, wir gehen den Strand entlang. Pass auf, dann geh du oben am Strand entlang, ich gehe unten am Strand entlang. Und nicht zu schnell. Dass wir noch gut sehen können. Richtung 200. 205. Das war Richtung 200, 205 ungefähr. Auf dem Stein da hinten. Da, ich seh's. Ist down. Ja, ich muss nachladen. Target down. Sehr gut. Es ist verletzt. Zack. Ich bin okay. Ja, komm, folge mir, weil Weiß ist verletzt. Ich muss. Ja, ich komme. Ach so, es ist verletzt, nur verstanden. Ah, okay. Servus, kein Feind mehr, kann's aufstehen. Hallo. Moin moin. So. Ich bin niedrig. Du bist vollkommen bandagiert. Juk hat gut Arbeit. Und der normale Puls ist normal. Ich mache Entteilung. Ich gucke in Richtung Westen. Ja, genau, Rundumsicherung. Ich guck nach Süden. Ich bin Norden. Wo war der Gegner denn? Der war da zwischen den Steinen. Okay. So, wir sind bei 70%, dann bist du wieder fit. Jo.
dann sollten wir auch wieder zurück sein. Ah. Ich krieg dich noch fit. Ja, du bist wieder fit.